Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Mario 3D World mit mir. Und es ist Zeit. 130 nur. Okay. Das geht. Mach mal auf das Ding hier. Plonk. So. Und wisst ihr, wer sich jetzt rächen darf? Für sämtliche Entführungen. Ob gewollt oder nicht. Für sämtliche Schikanen. Für sämtliche Dinge, die ich hier nicht offen aussprechen möchte. Little Peach. Juhu. Auf geht's. Peach versaut gleich mal. Ah, ehrlich. So, jetzt sind wir wieder groß. Ah, und sind wieder klein. Okay, aber wir haben den ersten Gegner besiegt. Wuhu! Wow. Okay. Oh Gott. Ernsthaft. Aha. Moment, das muss ich mit dem da oben machen, bestimmt. Moment, Moment. Ah, ich sehe schon. Da ist auf jeden Fall ein Mensch. Okay, warte mal, wenn ich den richtig kicke, könnte ich es schaffen. Oder auch nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Ah, okay. So. Nee, das möchte ich nicht. Nein! Nein! Ach, gut, dass wir noch so viele Leben haben. So. Jetzt die ganze Chose nochmal. Ey. Ich. Hör ja. Okay. Ja. Du gehst weg. So, Midway Point. Danke. Noch nie warst du so beliebt. So, das ist der dritte. Wo zum Henker ist der zweite? Da, 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 da. So. Na gut. Dann mal die Treppen hoch. Dup, 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 da. Hallo. Jemand zu Hause? Oh. Ich glaube, er hat das Ding aufgepimpt. Okay. Dann los in die epische Bowser-Musik. Und Peach kann kein Fußball spielen. Da sehen wir es wieder. Frauen können kein Fußball spielen. Ja, Vorurteile und so, ne? Bonk.
Okay, er baut uns Hindernisse ein. Was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Bomb. So, wir demolieren deine Karre. Au! Das ist fies, wow! Na, komm schon. Nein! Wir wurden in den Popo gepiekst. Ach. Na toll, jetzt komme ich doch gar nicht an den zweiten Stern. Da, tschüss. Ach man, das ist ja vollends unfair. Das ist ja mal vollends unfair. Autsch. Au, voll den Hammer an den Kopf. Ja, gib mal. Danke. Da komme ich doch trotzdem nicht ran, oder? Ich kann die voll wegplompen. Hey, Moment. Nee, halt. Das ist scheiße. Und zwar, weil ich dann gegen Bowser einfach durch die Stacheln latschen kann und so. Nee. Das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Okay, dann wir kriegen das so hin. Müssen nicht schummeln. Ist zwar mal ganz angenehm, so dieses weiße Tanuki-Blatt, aber... Au. So. Hurra, wir sind klein. Ach Gott. Na gut, Bowser, zweite Runde. So, mein Gutster. Oh oh. Und eine zusätzliche Schwierigkeit namens Kater kreuzt meinen Weg. Dankeschön, mein Großer. Mach's gut. Wäre ein bisschen zu schwierig gewesen. So, der dritte ist, glaube ich, immer derjenige, der sofort explodiert. Und jetzt wird's wieder kniffliger. Okay. So, da oben war der da. Und weiter geht's. Auf jeden Fall hängt schon die Achse durch. Na komm, schmeiß. Danke. Ja. Wo? Oh.
Da habe ich ihn jetzt nicht gekriegt. Okay, ja, ich halte mich wacker, ich halte mich wacker. No! Komm, schmeiß! Bams! Noch einmal! Bams! Ciao, ciao, Bowser! Mach's gut! Die Karre ist im Arsch. Oh. Der arme Bowser. So, Peach hat ihre wohlverdiente Rache für all die bösen, bösen Dinge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die siebte Fee. Die rote Fee. Die will jetzt auch noch gerettet werden. So! Ah, eigentlich 2 Sterne, aber hey. Und jetzt tanzen wir mit den Feen. Yay! Das war die letzte anscheinend. Was? Hey! Was ist jetzt los? Oh! Jetzt hat er alle auf einmal in einer großen Flasche. Anscheinend hat Bowser da was dagegen. Da, die Welt gucke ich mir jetzt mal noch an. Abmarsch nach oben, weiter noch. Und weiter. Und weiter. Wie cool ist das denn? Wow! Das ist awesome! Ein Bowser-Jahrmarkt! Wie cool ist das denn bitte? Genial! Oder spielen wir auf jeden Fall noch eine Welt? Und los geht's! Kampf auf den Stachelbrücken! Welt Bowser 1. So, und es pinkelt mal wieder wie aus Eimern. Schaff ich das heute noch auf den... Dankeschön. Okay. Da ist der Stern. Boah, das ist... ...ends fies. Okay. Zum Glück haben wir Peach, die ein bisschen schweben kann.
Sack! Okay. Schnell. Na, das ging ja. Katzenglocke. Und eine Rätselbox. Oh nein, 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 nein. Ah, geschafft. Okay. So, okay, ich nehme schon mal Anlauf. Hehehe. Ja. Gepflegte Stille. Und rein da. Hui. Meine Herren. Zum Glück hatten wir Katzen-Peach, echt. Mit Luigi wäre es vielleicht auch noch gegangen und wir kriegen einen Flügelknochen trocken als Stempel. Mit Luigi wäre es auch noch gegangen, aber mit Peach war es gerade echt eine Erleichterung. Oh Gott, und als nächstes ist Toad dran. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part dann weiter. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefällt, dann gebt doch einen Daumen hoch, teilt das Video, guckt es mit ein paar Freunden, kommentiert oder abonniert. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Mario 3D World. Bis dahin, ciao, ciao.